So, da es sich jetzt schon einige Male gewünscht wurde, kommt es heute endlich. Ich stelle meine, ja, bescheidene, aber schöne Sammlung vor. Zuerst mal die Lokomotiven. Also, naja, Lokomotive in, ihr wisst schon. Danach kommen noch die Waggons, aber ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an. Da haben wir zuerst mal eine Rokko-Lok, die auf meiner zweigleisigen Rokko-Strecke fährt von meinem Onkel. Darauf habe ich auch James getestet, wer sich daran erinnern kann. Es ist eine Baureihe 80 der Deutschen Bundesbahn. Und ja, also sie fährt relativ gut. Ihr Motorblock ist einfach nur lose. Dann kommen wir mal zu den Märklin-Loks. Hier haben wir einmal, das war meine erste Lok, eine Circus Mondolino-Lok. Weiß gar nicht mehr, in welchem Jahr die rauskam. Da waren auf jeden Fall noch ein paar Zirkuswagen dabei. Dann die zweite Lokomotive. Eine Baureihe 24026 der Deutschen Bahn. Es ist noch das alte Modell von 2000. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall das ältere. Es gibt ein neueres. Das hat ein Freund von mir. Da gehen da die Rauchleiter noch mehr runter. Dann die nächste Lok oder Triebwagen, besser gesagt, ist der ICE 2 in der Deutschen Bundesbahn. Den habe ich zu meinem 7. Geburtstag bekommen. Dann haben wir hier eine ganz einfache Märklin-Rangierlok. Die wird bei mir im Prinzip nur da hinten im, ja, also ich nenne es Güterbahnhof, aber zum Thema Güterbahnhof und generell Orte kommt noch was dieses Jahr hoffentlich. Dann ist hier eine BLS Cargo Alpinisten-Lok, E-Lok, die habe ich erst letztes Jahr zum Geburtstag bekommen. Ist, glaube ich, schon 2018 oder 2017 in Neuheiten gewesen. Und es ist auch meine erste Lok, die wirklich MFX Plus hat. Also wirklich mit allen Soundfunktionen und so. Und dann zuletzt zu den Highlights für diesen Kanal. Meine Thomas und seine Freunde Loks haben wir erstmal von Märklin Thomas. Also er erinnert mich sehr stark an den Hornby Thomas und ich finde den Bachmann Thomas auch definitiv schöner, weil er einfach mehr an den CGI und an das Modell angepasst ist oder mehr nach aussieht, weil nämlich bei Hornby und bei Märklin die Räder so einen großen Abstand haben und auch der Wassertank meiner Meinung nach falsch platziert oder falsch detailliert ist. Und auch die Gesichter sind bei Märklin, also das von, vor allem das von Thomas fällt sehr aus der Reihe. Ja, übrigens, sorry wegen dem Sound, ich könnte den Strom eigentlich mal ausschalten, weil den brauchen wir ja nicht. Dann mache ich einfach mal. Danach Percy, die Lok mit der Nummer 6. Er ist, finde ich, wirklich von Märklin die schönere der beiden Loks, die Märklin rausgebracht hat. Aber ich finde ihn auch generell. Ich kenne den Bachmann Percy und auch den Hornby Percy. Und ich finde, dass es da eigentlich fast keine Unterschiede gibt. Vor allem, weil bei meinem eben der Schleifer abmontiert ist. Das ist aber eine andere Geschichte. Wenn die euch interessiert, kann ich die auch irgendwann mal erzählen. Aber sie ist nicht wirklich interessant. Schreibt's dann einfach in die Kommentare. Gut, und dann zuletzt meine neueste Lok und auch die, die ich, ja, auf die ich am stolzesten. Gibt es?
Naja, ihr wisst, was ich meine. James, die rote Lok. Bachmann. Und auf Märklin digitalisiert und umgebaut. Das Gesicht. Also mir gefällt es. Ich habe viele Meinungen gehört, dass es nicht so schön ist. Aber es liegt wahrscheinlich daran, dass die ganzen anderen YouTuber, die dieses Modell haben, an die anderen Bachmann-Gesichter gewöhnt sind, die auch sehr schön sind. Und ich möchte mir auch irgendwann nochmal eine Bachmann-Lok zulegen. Aber das wird erst in einem, ja, ein paar Jahren sein. Für dieses Jahr ist etwas anderes geplant, aber das werdet ihr schon noch erfahren. Hoffentlich. Ja, jedenfalls, das Ganze steckt eigentlich im Tender. Der Tender hat einfach unten drunter einen Schleifer und ein Kabel führt vom Tender in die Lok. Das ist hinter der Kupplung. Das seht ihr nicht, das ist sogar gut, was man in den Videos ja eh nicht sehen soll, aber auf jeden Fall sieht man es ja, so ganz leicht. Okay. Jedenfalls ist dahinter ein Kabel, das in die Lok führt. Gut, das waren meine Loks. Jetzt geht es zu den Wagen. Ich denke, ich kann das alles auf einmal machen und muss nicht Güterwagen und Personenwagen extra machen. Ich werde einfach mal sehen. So, da bin ich wieder. Ich habe jetzt da die Güterwagen und Personenwagen aufgestellt. Das ist sich tatsächlich ausgegangen. Und da haben wir einmal von dem Personenwagen meinen Schnellzug. Das sind einfach einmal Märklin Schnellzugwagen gebraucht gekauft. Mit noch gutem Zustand. Und dann noch zwei, da sieht man nicht, zwei Rauco-Waggons. Die waren auch bei den Gleisen dabei. Aber die sind schon etwas ramponiert. Die haben zum Beispiel keine Puffer mehr. Einmal fehlt einfach die Kupplung, deshalb ist es der Schlusswaggon. Aber sie machen immer noch ein sehr gutes Bild vor der Kamera. Und tatsächlich das einzige andere Personenwagen-Set, was ich besitze, sind diese zwei Kollegen hier. Annie und Annie. Ja? Ihr denkt euch, es ist Annie und Clarabelle. Nein, es ist tatsächlich zweimal Annie. Also hier ist einmal Annie. Und das andere, die andere ist tatsächlich auch Annie. Also das war so, damals, als ich 6 oder 7 Jahre alt war, habe ich die geschenkt bekommen. Und die waren gebraucht und da waren nur zwei Annies, aber sie passen trotzdem super ins Bild. Und sie werden auch noch eine Rolle spielen. Aber dazu kommt auch noch ein separates Video. Gut. Dann haben wir hier, von dem ich vorher geredet habe, den Circus Mondolino Zug. Die Schiene hier ist auch eine Rocco-Schiene, wo einfach auf beiden Seiten Strom- und Nehmer befestigt worden sind. Und das ist schön reingeklemmt. Man kann auch, ich kann es kurz demonstrieren. Man kann auch tatsächlich eine Lok darauf stellen. Also ich würde jetzt rollen natürlich. Aber auch wenn, also sie kippt nicht so leicht um, also zumindest fällt sie nicht runter, weil sie sich wirklich hier fest hakt, da eben hier so ein, ja, Stück ist, wo nicht Schiene ist, sondern einfach so etwas, was reingeht. Ja. So. Dann haben wir hier einen Bierwaggon und einmal Titmouth Milk. Der war auch bei ein und ein dabei, hat auch keine Kupplung mehr auf der einen Seite, deshalb benutze ich ihn selten. Das war aber tatsächlich meine Schuld. Ich habe damals nicht so sehr auf meine Sammlung geachtet, wie ich es jetzt tue. Aber dieser Bierwaggon, der hier erzählt auch eine, ja, eigentlich eine ziemlich schöne Geschichte. Und zwar waren wir, als ich 6 Jahre alt war, im Legoland in Deutschland. Und wir waren in einem Hotel und der Mitbesitzer oder Freund des Besitzers war auch
Ja, Hobby-Eisenbahner. Und hatte in jedem Stockwerk eine kleine Ausstellung bzw. ein kleines Diorama aufgestellt. Und wir haben uns dann an ein paar Tagen getroffen, haben geredet, weil ich eben damals auch schon so, ja, begeistert von der Modelleisenbahn war. Und am Abschluss, oder Abschluss, am letzten Tag, hat er mir uns tatsächlich einen Waggon von sich geschenkt. Und ich habe ihn eigentlich immer zum Maschinenreinigen verwendet. Ich will auch nicht wissen, wie alt der Waggon ist. Vielleicht ist er schon älter, vielleicht ist er wirklich frisch gekauft gewesen damals. Auf jeden Fall brauche ich die Schienenreiniger eigentlich nicht mehr, seitdem ich eben einen Rocco Rubber habe, den ich bei James auch wirklich brauche. Und dann, last but not least, meine Güterwagen, die eigentlich in jedem klassischen Güterzug dabei sind. Da habe ich viermal einen Märklin Startup, ja, offenen Güterwagen. Das ist alles Granulat, ja, kann ich eigentlich, ja, ist ja auch egal. Und dann hier noch einmal einen Roccowagen, auch mit Granulat befüllt. Dann, der hier ist tatsächlich älter als alle anderen. Das ist einfach, ja, so ein Schüttwaggon. Damit habe ich früher auch gern gespielt, aber auf der Seite geht's, glaube ich, noch, ja, so halbwegs. Das kann man so aufmachen hier auf der Seite, sonst geht auch so ein Kreis, wo man es entladen kann. Auf jeden Fall ist auf der anderen Seite dieser kleine Hebel hier unten abgebrochen. Dann ein deutscher Postwaggon und einmal, ich weiß nicht genau, was für ein Waggon das ist. Auf jeden Fall ist es einer von der Deutschen Reichsbahn und ich verwende ihn eigentlich immer als Bremswagen, weil er eben hier hinten das Bremserhäuschen oben hat. Ja, das ist so ziemlich mein, ja, längster alter Güterzug. Güterzug, den ich in Videos einsetze. Wirklich zum Ziehen schaffen es nicht alle Loks, aber es funktioniert. Eben auch, weil dank des Granulats also die Waggons sehr schwer geworden sind. Ja, ich denke mal, dass es das jetzt hiermit war, mit diesem Video. Es kommen in nächster Zeit, Corona-bedingt, wieder mehr Videos als sonst, hoffe ich. Es sei denn, unsere Lehrer sind asozial und geben es zu viel Sachen zu tun auf. Und dann würde ich mich jetzt einfach nur noch verabschieden, euch einen schönen Tag wünschen, bleibt gesund und bis bald. Ciao.